Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für Dienstag, den 5.5.2020? Und wenn wir uns den DAX heute so anschauen, ich weiß, das Bild habe ich schon ein paar Mal gehabt, aber es passt einfach, es passt zu so gut einfach. Es passt zu so gut auf das, was wir hier gesehen haben. Unser DAX, der hat sich sehr mühevoll, sehr langsam und sehr träge eigentlich von Punkt A nach B bewegt. Wenn wir mal in den Chart schauen, Morgenanalyse, wird der eine oder andere sich bestimmt die Hand vor den Kopf schlagen und sagen, ja, das hätte auch einfacher sein können als das, was man da selber gemacht hat. Ne, im Grunde wollten wir nämlich hier die 4,30 runter und dann wieder hoch. 4,70, 4,30 hat man hier unten als Bewegungszone genommen und haben gesagt, dass das erstmal soweit ein Unterstützungsbereich ist. Das heißt, von dort kann er sich gut und gerne erstmal wieder hochdrehen. Haben das hier reingesetzt. Oben haben wir gesagt, wäre zwischen 8, was haben wir denn gesagt? 8,20 und 8,60. Ne? Ich habe mir das Video jetzt nicht nochmal angehört von gestern. Aber ich meine, so 8,20, 8,60 hat man oben ausgemacht und unten eben den Bereich um 4,70 bis 4,30. Der ist es dann auch geworden, ja, dass ich nach oben stabilisieren könnte. Sehr träge, nicht schön handelbar. Das hat, glaube ich, auch nicht viel Spaß gemacht, wenn man das probiert hat, wenn man es nicht durchgehalten hat. Und dann hat unser DAX jetzt zum Abend hin ordentlich nach oben gezogen, also ordentlich angezogen. Der Tenor von eigentlich allen, also ausschließlich, ich weiß nicht, wie viel Nachrichten ich jetzt hier noch schnell reingetriggert bekommen habe in den letzten 15 Handelsminuten, aber auch bei uns im Chat überall eigentlich. Jetzt kommt Aufwärtsgap. Island Gap, also wirklich eins zu eins, überall das Gleiche erzählt. Ne? Ich gehe jetzt noch long rein, ich löse meine Shorts auf. Persönlich muss ich sagen, finde ich es immer, also wenn der DAX zum Abend hin so hochzieht, ist das meist immer nicht so unbedingt das Zeichen, dass ein Aufwärtsgap kommt. Eher sogar, dass ein Abwärtsgap kommt. Nicht immer, aber oft ist es so, dass es sich einfach vorher nochmal so richtig ansaugt und sich dann in die andere Richtung schmeißt und das auch mit Dynamik, weil er natürlich dann richtig Stress reinkriegt. In dem Falle, wo er jetzt hier zum Beispiel, sag ich mal, unterhalb in einer 510 rauskommen würde. Ich würde deswegen jetzt nicht auf einen Abwärtsgap wetten wollen oder noch eine neue Position reinnehmen. Ich wollte es bloß mal so gesagt haben, dass der, dass es wirklich so ein 100% Trefferbild gerade war, dass wirklich alle gesagt haben, der geht jetzt long. Ich finde immer, das ist verdächtig, also es ist auffällig, weil es zeigt immer eine emotionale Reaktion, die aus dem Markt provoziert wird. Ne? Also das ist einfach eine Wahrnehmung der Leute und Massendenken letztendlich. Ne? Also das ist der Grund, warum der Markt eigentlich immer schön das schafft, dass mehr verlieren als gewinnen, weil er bestimmte Bewegungsmuster macht, die einfach die Leute im Kopf dazu animieren, eine bestimmte Handlung zu machen und das verwendet er dann gegen sie. Und in dem Moment, wo ich sehe, dass ganz viele exakt das gleiche denken und sagen, ist das für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, okay, jetzt macht er wieder gerade was mit der Masse. Na, das muss jetzt nicht heißen, dass wir deswegen abkippen. Ich würde das bloß im Hinterkopf behalten, sollte der DAX unter 5,20 rauskommen, also nach unten starten zum Dienstag, würde ich davon ausgehen, dass wir deutlich nach unten rupfen können, ohne dass wir das Gap dann gleich schließen. Und das wäre dann die nächste Schwierigkeit für all jene, die zum Abend noch long drinne waren. Die würden natürlich direkt zur Eröffnung wahrscheinlich weitere Longs reinkaufen, um auf den Gap-Close zu spekulieren. Das redet man sich dann einfach so zurecht, wenn man drin ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir von dort dann gut und gerne bis 10,360, 10,380, sagen wir mal 10,375 bis 10,360 gehen können. Oder vielleicht sogar schon auf die 300 bis 275. Ne? Das alles aber nur, ich sag mal, ab Stundenschluss unter 520, 530, 520 eher. Vielleicht sogar unter 500. Ne? Machen wir mal lieber vielleicht. Ja, umso tiefer, umso besser ist es natürlich. Ne? Aber schon auf der Ebene müssen wir sagen, unterhalb von 5,20 per Stundenschluss wäre hier schon der Triggerpunkt. Und dann könnte sich der DAX deutlicher nach unten winden. Sollte er trotzdem das Aufwärtsgap bringen, auch wenn es viele wollten. Ab und an liegt ja die Masse auch mal richtig. Deswegen ist es eben wichtig, jetzt nicht einfach pauschal hier zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier long oder short, sondern die Bewegung vorzucasten, ne, um uns letztendlich eine Art Szenario aufzustellen, was denkt wir könnte passieren und uns dann dementsprechend zu verhalten, ne, um die Reaktion dann vor allen Dingen auch zu traden, weil die meistens mehr Wahrscheinlichkeit hat. Sollte er drüber gehen, haben wir im Bereich um 6,80 was liegen, haben wir im Bereich um 7,30 was liegen, 7,30 bis 7,50 sogar eher. Ich würde vielleicht sogar bis 7,60 sagen. Sie sehen hier, die Super-Trendlinie kommt hier auf die 7,60. Also
5,80, 7,30, 7,60 sollte man mal angucken, wenn da eine lange rote Kerze kommt, würde ich mal versuchen, einen Short reinzulegen. Auch auf kleiner Zeiteinheit. Also die, die bei uns im Dienst sind, die werden dann da bestimmt ein Update von mir nochmal kriegen. Wenn der da sich rot nach unten drückt, da kann schon was kommen. Ne? Also hier der Bereich um 6,80 finde ich interessant, 7,30, 7,60, vielleicht sogar eher 7,60. Wir haben ja oben hier auch noch das Gap bei 8,20. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn er positiv reinkommt, dann stößt er hier einmal so kurz über die 37 auf der Zeiteinheit, wahrscheinlich die 67 an, dann erstmal wieder zurück und dann nochmal nach oben. Ne? Also, wenn er positiv zum Dienstag rauskommt, wäre das auf jeden Fall jetzt gut. Das wäre ein Entspannungssignal. Das wäre Signal Richtung Gap Close 820 und höher. Ja, eher sogar 900. Also, wenn er sich jetzt hier wirklich aufgedreht bekommt, müsste man schon eher ein Kursziel kurzfristig bei 900 suchen, aber dafür muss er positiv eröffnen. Sollte er negativ eröffnen unter 520, gehe ich davon aus, dass wir zum Dienstag auch eine 375 bis 360 mindestens sehen können. Wenn nicht, vielleicht sogar auch eine 300, aber da muss er dann zum Nachmittag noch weiterfallen. Das wird der Vormittag nicht schaffen. Wenn der Vormittag fällt, dann denke ich, ist so eher Ziel um 360, 375 rum. Ja. Für einen schwachen Vormittag wäre das Bewegungsziel. Dann kommt wahrscheinlich eine Erholung über den Mittag, über die 4,30 nochmal, vielleicht sogar 4,60. Und dann könnte er sich schon zum Dienstagnachmittag dann hier unten wegsäbeln. Ja, und ansonsten, wie gesagt, oben im Bereich um 7,60, 8,20 hier oben, das sind alles. Huch, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Jetzt habe ich den Pfeil weggenommen. 4,60, 8,20, das wären jetzt so die Bewegungspunkte oben. Wie machen wir das jetzt? Wir lassen den mal hier. Den Pfeil. Ziehen den hier ein bisschen runter. Und lassen den Rest aber mal noch so stehen. Ne? Also passen Sie mir schön auf, in welche Richtung der treibt. Also wie gesagt, innerhalb von 5,20. Das brauche ich Ihnen jetzt hier nicht einzeichnen. Das wird sonst zu kleinteilig. Ich halte die 360 dann für möglich, wenn wir einen schwachen Start reinkriegen. Das würde auch dazu passen, eben was ich gerade beschrieben habe, dass hier ganz viele plötzlich so total überzeugt waren, dass es long geht. Und das waren wirklich, das waren jetzt nicht nur 1, 2, 3 Leute, das waren wirklich viele. Ich weiß es jetzt nicht, ich kann immer mal hier schnell aufs Handy gucken. Ich habe jetzt hier nur ungelesene Nachrichten, 10 Stück aus 6 Chats. Und es steht überall drin, long noch, long noch, long, long, short raus, aufwärts gibt. So, in die Richtung mal zusammengefasst. Ja, gut. Okay, dann haben Sie das gehört. Trotzdem gucken Sie sich an, wie er kommt. Da haben Sie immer mehr gekonnt, als wenn Sie mit irgendwelchen Vorurteilen rangehen. Und dann schön drauf achten. Unter 5,20, ich würde denken, der geht tief. Und alles, was jetzt drüber geht, ist schon eine Erholung. Ne? Das muss man schon sagen. 6,80 würde ich mir angucken. 37, 67. Hier würde ich wirklich ein bisschen auf eine, vielleicht noch eine rote Stundenkerze warten, wenn die kommt. Mal einprobieren nach unten. Ansonsten vielleicht irgendwie versuchen, ein bisschen long mitzuschrubben. Ne? Also gerade wenn er so schwach nur runterläuft und dann wieder nach oben anzieht, einfach nochmal kurz long mitgehen. Es wird wahrscheinlich ein etwas trendigerer Tag, als es das zum Montag war. Der Montag war dolle lahm. Also dolle lahm. Ich habe für Montag habe ich mehr erwartet. Auch als ich früh aufgestanden bin, ich dachte mir, Mensch, das wird ein cooler Tag. Aber das war lahm ohne Ende. Also Wahnsinn. Ja, ansonsten Tageschart, ja, haben wir jetzt hier erstmal stehen, haben jetzt eine grüne Tageskerze am mittleren Bollingerband gekriegt. Das an sich würde uns natürlich auch nach oben jetzt gut Fahrt bringen. Würde aber natürlich auch Druck aufbauen in dem Moment, wo er es jetzt rot auskontert. Ne? Wenn er jetzt einen roten Tagesschluss unter 4,40 zum Beispiel bringt, als wäre schon ein Kontersignal. Wenn so eine bullische Umkehr, die es ja jetzt letztendlich ist, und die sogar, wenn Sie jetzt hier schauen, auch deutlich höher gehen kann, ne? Und da sprechen wir wirklich über 11.300 nochmal auf der Ebene. Mittleres Bollingerband, Stabilisierung, wenn er jetzt hochdreht, kann er sich hier hoch nochmal. Sogar über das Hoch nochmal. Also da ein bisschen aufpassen. Aber wenn er das auskontert, unter 4,40 geht per Tagesschluss, wäre auch hier so ein kleiner Punch auf ja, 10.000 drin. Gucken Sie mal, 10,40. 9,59, da müsste es Klick machen, wenn Sie das gestrige Video aufmerksam verfolgt haben. Ich sag's mal nicht, um mal die zu belohnen, die immer gut aufpassen, so wie in der Schule. Nee, gestern haben wir was gesagt zum Monatschart bezüglich der 10.000
10.010, glaube ich, was, ne? Das passt hier gut. Das passt hier gut. Also, wenn hier eine rote Kerze kommt, 4.40, kann man Mittwoch shorten Richtung 10.000. Das ist relativ klar. Ansonsten müsste man auch auf der Ebene jetzt hier durchaus sagen, alles über 5,90 ist eigentlich jetzt long. Auch wenn ich das hier jetzt sehe, muss man auch sagen, auch Vorsicht mit Short dann hoch zu, ne? Das, was ich gerade auf der Kleinzeiteinheit erzählt habe, bei 6,40, war das 6,40? Was haben wir gesagt? Ne, hier in dem Bereich, der Tageschart gibt nicht 47 war es, gibt hier nicht viel, 37, 67, ne? Der Tageschart gibt hier nicht viel Grund, warum der hier wieder nach unten drehen sollte. Also muss man das hier, was wir hier eingezeichnet haben, muss man damit auf dem Schirm haben. Das spiegelt auch der Tageschart so wider. Deswegen alles eigentlich, was oberhalb vom Montagskurs ist, ich persönlich würde es eher versuchen, long zu begleiten, solange der zumindest stabil bleibt und immer nur smooth zurücksetzt. Und unter 5,20 wäre für mich Shortkante. Ne? Damit haben wir eigentlich alles im Kasten. Tagesschluss haben sie auch mal mitgenommen hier für den Fall der Fälle, der sollte unter 4,40 gehen. Na, würde zum Beispiel, wie würde ich das jetzt für mich nutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel am Nachmittag nochmal Short bin oder Short gehe, weil wir unter 5,20 zum Beispiel notieren und ich sehe, der läuft gegen Abend hier Richtung 4,40, würde ich den Trade zum Beispiel auch über Nacht mal noch halten, weil es schon wahrscheinlich wäre, dass wir dann einen schönen Kickdown nach unten auch kriegen. Ne? Also Richtung 300 und Richtung 10.000 dann letztendlich auch, ne? Das ist ja schon eine attraktive Strecke dann auch. Aber dazu muss er anfallen, dazu muss er fallen. Alles, was über 5,90 bleibt, positiv, Erholung, Fortsetzung, Gap Close 8,20 und weiter. Ne? Gut, Freunde, dann soll es das soweit von meiner Seite sein. Dann mache ich hier schon zu. Dann sind wir mal heute relativ schnell durch. Ich habe auch pünktlich anfangen können. Alles schon fleißig abgearbeitet hier vorher. Und dann können Sie auch mal zeitiger schlafen gehen. Und ja, ich kenne doch die Stories, wie alle die Videos lesen und gucken und am Abend und ach, mir wird da ich kenne, ja, ich kenne die lustigsten Geschichten, aber das muss ich jetzt nicht hier noch erzählen, sonst sind wir auch wieder erst nach 20 Minuten fertig. Insofern, gutes Gelingen morgen, viel Erfolg und wir hören uns übermorgen, morgen hören wir uns wieder, nicht übermorgen, morgen hören wir uns wieder. Ciao!